Das Ruhrtal bei Hattingen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte diese Region des Bergischen Landes zur Rheinprovinz. Sie war Teil des Königreichs Preußen und wurde von Berlin aus regiert. Als Verwalter der Rheinprovinz dienten königliche Beamte. Einer von ihnen war Karl Giesler, der in der Gegend zwischen Sprockhövel und Hattingen preußischen Staatsbesitz bewirtschaftete. Gieslers Tochter Mathilde Franziska wuchs im Ort unterhalb der Burg Blankenstein auf. Ihre Familie war anfangs vermögend und konnte der Tochter eine gute Bildung ermöglichen. Ein Privatlehrer unterrichtete sie. Dann verlor der Vater einen Teil seines Geldes, weil er mit Eisenbahnaktien unglücklich spekuliert hatte. Mathilde lernte nun sparsam zu wirtschaften, anders als dies noch auf dem Gut Leveringhausen geschah, wo sie 1817 geboren wurde und ihre Kindheit verbracht hatte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts veränderte die industrielle Revolution das Leben in der Rheinprovinz von Grund auf. Die Dampfmaschine löste die Wasserkraft ab. Unabhängig von Flüssen konnten Fabriken gebaut werden. Neue Industriereviere entstanden. Im Rheinland hatte Preußens König die Gewerbefreiheit eingeführt. Sie ermöglichte immer mehr Fabrikgründungen. Auf Burg Wetter an der Ruhr etwa entstand der Maschinenbaubetrieb von Friedrich Harkorp. Die Waren konnten schneller transportiert werden. Dampfschiffe waren vom Wind unabhängig. An Flüssen, wie bei Neuss am Rhein, wurde Eisenerz verhüttet. Das Gesicht der Landschaft änderte sich. Riesige Viadukte überspannten Täler. Wege für ein neues Verkehrsmittel. 1835 dampfte die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Adler war ihr Name. Das Schienennetz wuchs schnell. Dafür brauchte man Stahl, das wiederum förderte Bergbau und Hüttenwerke. Die Arbeitsbedingungen in den Fabriken änderten sich nicht so schnell wie die Technik. Handwerksgesellen verdingten sich an den Maschinen als Handlanger. Auch Kinder mussten bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten. Nur langsam wurde durchgesetzt, dass sie wenigstens eine Stunde Schulunterricht bekamen. Die Menschen in den Fabriken konnten über ihren schmalen Lohn froh sein. Es gab genügend andere, die hungerten und noch für weniger Geld gearbeitet hätten. In Paris gründeten 1834 ehemalige Handwerksgesellen einen geheimen Bund und nannten sich Arbeiter. Auch in Deutschland entstand in diesen Jahren die erste politische Organisation, der Bund der Gerechten. Hier wurden die Ideen der Französischen Revolution diskutiert. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 1847 gab es den ersten Kongress des Bundes der Kommunisten in London. Deutsche Arbeiter waren noch nicht dabei. Eine Karikatur aus dieser Zeit beschreibt die politische Lage in Deutschland. Der deutsche Michel schläft tief. Zensur und Polizei unterdrücken unterdessen jede Kritik an den Verhältnissen. Studenten hatten bereits 1832 vergeblich demokratische Verhältnisse gefordert. Die Bürger fanden sich einstweilen mit der Bevormundung durch die Obrigkeit ab. Aber je einflussreicher sie wirtschaftlich wurden, desto stärker empfanden sie ihre politische Ohnmacht. Diese Probleme beschäftigen auch Mathilde Franziska Giesler. Sie lebt inzwischen in Köln und ist mit dem Versicherungsbeamten Fritz Annecke verheiratet. Beide sind sie politisch interessierte Menschen. Mathilde und ihr Mann haben schlechte Erfahrungen in der bürgerlichen Gesellschaft gemacht. Sie war bereits einmal verheiratet und musste sich allein und ohne Hilfe mit ihrer Tochter durchschlagen. Fritz Annecke verweigerte man wegen seiner politischen Ansichten eine Karriere als Offizier. Im privaten Zirkel der Anneckes verkehren Künstler und Journalisten. Zu ihnen gehören Karl Marx und Friedrich Engels. Beide analysieren und kritisieren das herrschende gesellschaftliche System. Ein Freund des Hauses ist auch der Dichter Ferdinand Freilichrath. Seine Freiheitsgedichte sind damals überaus populär.
Die Anneckes werden mit ihrem Club in Köln bald ein Mittelpunkt radikaler Demokraten. Fritz Anneke hatte schon zum Bund der Kommunisten gehört. Anders als die kritischen Intellektuellen verfügt er über gute Verbindungen zu Arbeitern und Soldaten. Er gründet den Kölner Arbeiterverein. Schnell hat der an die 7000 Mitglieder und ist damals die größte deutsche Arbeiterorganisation. In Europa gärt es. Englische, französische, deutsche Arbeiter wollen nicht länger auf politische Rechte verzichten müssen. Eine Karikatur bringt es auf den Punkt. Weg mit den Herrschaften da oben. Paris, Februar 1848. Bei Demonstrationen fordern Arbeiter und Bürger den Rücktritt von König Louis-Philippe. Auf diesen frühen Fotos von Paris fehlt noch der Eiffelturm, der erst später gebaut wurde. In der Stadt an der Seine will man formen, eine Republik. Als Militär gegen die Demonstranten eingesetzt wird, bewaffnen die sich. Es kommt zu Barrikadenkämpfen. Das Volk siegt, der König tritt zurück, die Republik wird ausgerufen. Erstmals ist ein Vertreter der Arbeiter in der Regierung. Die Nachricht vom Sieg der Februarrevolution dringt schnell über den Rhein nach Köln. Begeistert hören die Menschen hier von den Vorgängen in Paris. Man singt in den Cafés die Marseillaise, das Kampflied der französischen Revolution. Viele erinnern sich noch an die Zeit unter der napoleonischen Besatzung. Damals sind die Gesetze noch liberal gewesen. Seitdem die Preußen am Rhein das Sagen haben, ist die Unzufriedenheit mit den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen immer größer geworden. Februar 1848 herrscht in Köln König Karneval. Die Narren sprechen aus, was man sonst lieber verschweigt. Sie verteilen ihren Spott gleichermaßen nach allen Seiten, jedoch ist der närrische Witz damals heftiger und schärfer als heute. Der Karneval wird zum Ventil des allgemeinen Ärgers. Mit Lärm und Geschrei, mit sogenannten Katzenmusiken, macht man seiner Wut Luft. Am 2. März 1848 ist Weiberfastnacht. Abends kommt es zu einer großen Demonstration. Am Tag darauf zieht die Menge zum Rathaus. Der Demonstrationszug wächst auf 5000 Menschen an. Unter den Anführern befindet sich Fritz Anneke. Man fordert allgemeines Wahlrecht, Pressefreiheit, allgemeine Volksbewaffnung, Versammlungsfreiheit, Schutz der Arbeit, Sicherung der Lebensbedürfnisse, Schulerziehung auf öffentliche Kosten. Die Tumulte lösen sich friedlich auf, denn das Militär ist eher auf Seiten der Demonstranten. Die Forderungen nach Bürgerrechten und nach besseren sozialen Verhältnissen werden dem Magistrat in einer Bittschrift übergeben und eingehend diskutiert. Währenddessen kommt es immer wieder zu Unterbrechungen, weil die Menge in die Vorhalle des Rathauses drängt. Einige Anführer werden verhaftet, bald aber wieder freigelassen. Am 16. März 1848 reist eine Delegation des Kölner Stadtrats nach Berlin ab. Hier sollen die Forderungen der Bevölkerung dem preußischen König überreicht werden. In Berlin herrscht seit Tagen große Unruhe. Immer wieder gibt es Demonstrationen. Auch in anderen Teilen Preußens kommt es zu Volksversammlungen, werden Forderungen nach Demokratie laut. Der Hof verhält sich abwartend, macht Versprechungen, lässt Militär einschreiten. Es gibt bei diesen Auseinandersetzungen erste Tote. Die Verbitterung wächst. Aus Wien wird ein Volksaufstand gemeldet.
In dieser Situation verkündet König Friedrich Wilhelm IV. Die allgemeine Pressefreiheit. Die Soldaten zieht er jedoch nicht zurück. Die Menge ist aufgebracht. Als das Militär mit blankem Säbel gegen die Menschen vorgeht, fallen Schüsse. Das ist das Zeichen des allgemeinen Aufstandes. Arbeiter, Handwerker, Studenten und Bürger bewaffnen sich, reißen die Straßen auf, bauen an Kreuzungen Barrikaden, fast 1000 in der Stadt. Auf ihnen wehen schwarz-rot-goldene Fahnen. Das Militär rückt zum Teil mit Kanonen gegen die Barrikaden vor. An 4 Stellen kommt es zu heftigen Kämpfen. Beobachtungen im Kampfgeschehen. Kinder schmelzen in Pfannen das Blei, mit dem das Glas in den Fenstern gehalten wird, und gießen daraus Kugeln. Revolutionäre halten Stand. Nach 16-stündigem Kampf lässt der König das Militär abrücken. Die Zugeständnisse des Preußenkönigs spalten die Opposition im Land. Die neue Pressefreiheit befriedigt die liberalen Bürger, zu denen Kaufleute und Industrielle gehören. Jedoch die vielen anderen Forderungen werden nicht erfüllt. Und die hatten vor allem Fabrikarbeiter gestellt. Sie verfolgen die liberalere Politik in Berlin mit Misstrauen. Die Führer der Arbeiterbewegung bemühen sich, dass die radikalen Forderungen nicht zu neuen Demonstrationen führen. Sie organisieren die Masse der Unzufriedenen in Vereinen und Bünden. Es entstehen die Vorläufer der heutigen Parteien. In den Monaten nach der Märzrevolution wird eine Vielzahl von Zeitungen gegründet. Sie sind die Sprachrohre der einzelnen politischen Gruppierungen. Sie informieren zwar mit neuesten Nachrichten, bekämpfen aber auch den politischen Gegner. Vor allem mit Karikaturen. Besonders Preußens Militär ist Zielscheibe des Spotts. Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, heißt die Unterschrift. An meine lieben Berliner hatte sich der hilflose Preußenkönig während der Revolutionstage gewandt. Doch die Kugel seines Militärs trifft nicht die Bürger, sondern fällt auf das Volk am Boden. Die Zeitungen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten ein kleines Format und einen geringen Umfang von nur wenigen Seiten. Wie sie hergestellt werden, zeigen diese Bilder. Gedruckt wird mit einzelnen, auf einem Winkelhaken zu einer Zeile aufgereihten Bleilettern. Nach dem Druck werden die Druckzeilen auseinandergenommen und die Lettern wieder in die Fächer des Setzkastens eingeordnet. Der Rahmen mit dem schweren Schließzeug bildet den Umfang der einzelnen Seite. In der Mitte liegt der fertige Satz, also der druckbereite Bleiblock mit allen Textzeilen, Abständen und Absätzen. Dieser Block wird nun rundherum vom Schließzeug eingespannt. Später gelangt an die 4 breiten Ränder keine Druckerschwärze und der Platz auf dem Papier bleibt weiß und frei. Vor allem radikale Demokraten waren von der bislang herrschenden Pressezensur betroffen, wie die Karikatur zeigt. Sie können nach den Märzunruhen nun eigene Blätter gründen. In Köln gibt Karl Marx 1848
die Neue Rheinische Zeitung heraus. Die Zeitungsherstellung war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch eine zeitraubende Angelegenheit. Diese originale Druckerpresse aus dem Jahr 1843 steht heute in den Räumen der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund. Sie ist funktionstüchtig, sodass man den langwierigen Druckprozess beobachten kann. Die geschlossene Seite wird auf dem Schlitten befestigt und der Bleisatz mit dem Text eingefärbt. In eine Halterung wird dann der weiße Bogen eingelegt. Die mächtige Presse hat dem Zeitungswesen später seinen Namen gegeben. Nach diesem Verfahren entstanden Seite für Seite etwa die Exemplare der Neuen Rheinischen Zeitung. 6000 Exemplare dieses Organs der Demokratie wurden pro Ausgabe gedruckt. Marx kritisierte mit seinem sozialrevolutionären Blatt vor allem die liberalen Bürger, die sich kaum um die Forderungen der Arbeiter kümmerten. Am 23. Juni 1848 meldet ein damals gerade erfundenes Nachrichtenmittel Neuigkeiten aus dem Ausland. Aus den Morsezeichen der Telegrafenapparate entschlüsselt man die Nachricht, dass die Arbeiter in Paris wieder auf die Straße gegangen sind. Frankreich ist seit dem Februar 1848 eine Republik. Allerdings haben die kleinen Leute keine besonders starke Vertretung in der Regierung. Man ist enttäuscht, dass die Forderungen, für die man auf die Barrikaden gegangen ist, kaum erfüllt wurden. Es gibt Demonstrationen gegen die Regierung, in der die besitzenden Bürger das Sagen haben. Als Polizei und Militär einrücken, kommt es wie in Berlin zu heftigen Kämpfen. Die Regierung will mit Soldaten die Ordnung wiederherstellen. Die Menschen auf den Barrikaden sind den Angreifern zahlenmäßig und von der Bewaffnung her weit unterlegen. Sie kämpfen einen Verzweiflungskampf. Brot oder Tod steht auf ihren Fahnen. Zwar gab es damals schon die Fotografie, aber Fotos zu machen war noch zu langsam und umständlich. Zeichnungen vom dramatischen Geschehen ließen sich schneller herstellen. Vervielfältigt wurden sie durch Steindruck. Diese Lithografien waren damals der bildliche Teil der Zeitungsnachrichten. Wenn eine neue Zeichnung zum Druck vorbereitet werden soll, wird das alte Druckbild auf so einem kiloschweren Kalkstein mithilfe von feinen Körnchen und Wasser mühsam abgeschliffen, bis das alte Bild verschwunden ist. Die schweren Kalkplatten kommen aus dem bayerischen Altmühltal. Hier haben die Steine einen besonders hohen Anteil an Kalk. Das Schleifen war in den Lithografiebetrieben Lehrlingsarbeit. Auch diese Technik kann in der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund besichtigt werden. Es gibt hier eine komplette Lithografenwerkstatt. Auf dem abgeschliffenen Kalkstein wird die gezeichnete Vorlage mit Tinte übertragen. Die fetthaltige Tinte verbindet sich mit dem Kalk und nimmt später die Druckfarbe an. Die freien Kalkflächen behandelt man mit Chemikalien. Sie werden dadurch abgedichtet und weisen später die Druckfarbe ab. Lithografien von französischen Revolutionären. So haben sie die Zeitzeugen gesehen. Zeichner, die eigens für die Presse den Barrikadenkampf festgehalten haben. Diese Momentaufnahmen des Geschehens wurden später in einer Londoner Illustrierten Zeitung abgedruckt und informierten so die ausländische Leserschaft. Die
Die Pariser Arbeiter kämpfen im Juni 1848 vier Tage lang einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die Regierungstruppen. Schließlich herrscht nach heftigem Beschuss der Arbeitervorstädte Ruhe. Über 3000 Aufständische werden sofort hingerichtet. Tausende kommen vor Gericht. Viele Verurteilte deportiert man in die Kolonien nach Übersee. Die Nachricht vom Pariser Arbeiteraufstand löst in Köln neue Hoffnungen auf soziale Änderungen aus. Doch in der Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz haben inzwischen liberale Bürger das Wort. Ihnen hatte der König in Berlin weitgehende Rechte eingeräumt. Sie haben daher kein Interesse an Demonstrationen und Unruhen. An der großen Barrikade am Dom wird nicht wirklich gekämpft. Für Ruhe und Ordnung soll in diesen Tagen die Kölner Bürgerwehr sorgen. Sie tut es jedoch auf eine eher rheinische Weise. Wenn es wirklich brenzlig wird, alarmiert man das preußische Militär. Die radikalen Demokraten in Köln, vor allem die oppositionellen Journalisten, sind dagegen Opfer der Behörden. Am 3. Juli 1848, früh morgens, drängen sieben Polizisten in die Wohnung der Anneckes ein. Fritz Annecke wird vorgeworfen, er hätte auf einer Volksversammlung die Menge zur Gewalt gegen die Obrigkeit aufgerufen. Die Polizisten durchsuchen die Zimmer nach verdächtigen Papieren und Schriften und zwingen Annecke mitzukommen. Einen Haftbefehl haben sie nicht. Er bleibt ein halbes Jahr im Gefängnis. Aber die Behörden können nichts Belastendes gegen ihn vorbringen. Der eigentliche Grund für die Verhaftung ist es, einen Anführer der Kölner Arbeiter an Aktionen zu hindern, die wie in Paris zu einem großen Aufstand hätten führen können. Mathilde Franziska Annecke ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger und bringt wenige Wochen später einen Sohn zur Welt. Sie schickt ihrem Mann heimlich Briefe. Er schmuggelt die Antworten aus dem Gefängnis. Es geht um Fritz Anneckes großes Projekt. Er will für die rheinischen Arbeiter eine neue Zeitung herausgeben. Im September erscheint die erste Ausgabe der neuen kölnischen Zeitung. Da Fritz Annecke im Gefängnis sitzt, stellt seine Frau das Blatt ganz allein her. Die neue kölnische Zeitung vertritt besonders die Forderungen der unteren Volksschichten. In Frankfurt am Main ist im Mai 1848 eine Nationalversammlung zusammengetreten. Die Aufgabe der gewählten Abgesandten ist es, eine Aufstellung von Grundrechten zu erarbeiten. Diese sollen später in den Verfassungen der deutschen Staaten verbindlich gelten. Doch die Redner in der Paulskirche sind überwiegend bürgerliche. Bauern, Handwerker und Arbeiter sind im Paulskirchenparlament nur mit wenigen Abgeordneten vertreten. Ein Grund mehr, dass Kritik und Unzufriedenheit wachsen. Im September bricht in Frankfurt ein neuer Aufstand aus. Es gibt Straßenkämpfe. Im Rheinland solidarisieren sich Arbeiter und Handwerker mit den Demonstranten in Frankfurt. Sie werden von radikalen Studenten und Professoren unterstützt. Bis in das Jahr 1849 wird es hier und in anderen deutschen Staaten Aufstände und Kämpfe geben. Noch sind nicht alle Forderungen der Demokraten erfüllt. Zu den Oppositionellen im Rheinland gehört der Bonner Schriftsteller und Universitätsprofessor Gottfried Kinkel. Er und sein Mitstreiter Karl Schurz gehen für ihre Überzeugungen lange Zeit ins Gefängnis. Die Verfolgungen durch die preußischen Polizeibehörden häufen sich. Viele Revolutionäre verlassen die Rheinprovinz. Eine Reihe von ihnen wandert nach Amerika aus. In Köln muss Mathilde ihren Mann vertreten, weil der noch in Haft ist. Sie verwirklicht eine alte Idee und gibt eine Frauenzeitung heraus. Sie erscheint dreimal. Es ist das erste Blatt für die Belange von Frauen und Kindern in Deutschland. Einige Monate später beschließen die Anneckes, sich den Revolutionstruppen im Badischen anzuschließen. Ein Bild zeigt Mathilde als Meldereiterin. Als die Revolutionäre geschlagen werden, fliehen die Anneckes nach Amerika. Das Kölner Rathaus heute. Hier war 1848 das Zentrum der Märzunruhen und an diesem historischen Ort
gedenkt die Stadt jener Persönlichkeiten, die die Geschicke Kölns geprägt haben. Nach alter Tradition sind am Rathausturm Figuren von Helden aus Legende und Geschichte angebracht. Auch der Journalist und Philosoph Karl Marx fehlt nicht. In den Händen die Zeitung der radikalen Demokraten. Nicht nur Männer haben Geschichte gemacht. Trotz dieser Erkenntnis hat es noch lange gedauert, bis unter den 124 Männern auch die Standbilder von 18 berühmten Kölnerinnen angebracht wurden. Unter den Bürgern des 19. Jahrhunderts hat man auch jene Frau verewigt, die in Köln Mittelpunkt der demokratischen Bewegung war. Mathilde Franziska Anecke. Frauen in der SPD haben das Geld für ihr Porträt zusammengebracht. Auch während ihrer späteren Jahre in Amerika hat Mathilde Franziska Anecke unermüdlich für Menschenrechte gekämpft. Für die Befreiung der Sklaven, für die Gleichberechtigung von Frauen, für die bessere Schulbildung von Mädchen. Sie wollte die Ketten der Unfreiheit zerbrechen. Von den Anfängen der Demokratie in Köln bis zu ihrem Tod im Jahre 1884.